Hab wieder wen gefunden. Hi, können wir bei dir mal in die Tasche gucken, was du schon so alles gelootet hast? Das sieht ja hochprofessionell aus. Ja, Mann, ich bin heute das 33. Mal hier, also schon Ewigkeiten. Ja, okay, dann hast du bis jetzt, glaube ich, gewonnen von der Häufigkeit her. So, und da ich vor allen Dingen Würfelsammler bin, habe ich natürlich heute in erster Linie Würfel gekauft. Leute, so sieht Professionalität aus. Ja, weil mit dem Rucksack haut man die Leute nur um und irgendwann tut einem der Rücken weh. Ja, man wird ja auch nicht jünger. Ja, das stimmt. Ne? Deshalb irgendwann mal das Ding geholt und ein bisschen aufgehört. Es geht auch so schön smooth aus. Genau. Ne? Ja. Genau. Und was hast du noch gelootet? Eigentlich nur noch, weil ich es so liebe, weil es einfach Spaß macht, so ein Holzbaukasten mit einer Murmelbahn. Ja. Von Yu-Gi-Oh! Kann ich nur empfehlen. Ich habe mir letztes Jahr das erste Ding geholt. Ja. Davon gibt es jetzt 4 Modelle. 6 bis 8 Stunden Bauzeit. Und ich musste immer meine Kinder weghalten, weil die den ganzen Tag nur drehen wollen. Und es ist vor allen Dingen, es ist aus Holz und es ist auf ein 1000. Millimeter geiles gemacht. Also mega Spaß zu bauen. Wie konzentriert muss man dafür sein, wenn man das angeht in den 6 bis 8 Stunden? Jeden Abend eine Stunde einfach so. Das macht Spaß. Und nach einer Woche ist das Ding fertig. Richtig cool. Ja. Also da sage ich einfach nur hier oben, I need more dice. Genau. Dank dir. Also erstmal natürlich der Hallenplan, weil ich habe meistens nur einen Tag Zeit und dann ist es etwas schwierig, ohne Plan hier alles zu kriegen. Ja, klar. Der dieses Jahr digital ist, perfekt. Geht sehr viel schneller. Ja. Auch danke da an die Hersteller oder an die Entwickler. Und Vorbereitung im Vorfeld, wir haben eine große Community mit einer WhatsApp-Gruppe, wo wir uns verabreden, wo seid ihr, wann treffen wir uns. Und das geht so weit, dass wir heute Abend sogar mit den Würfelsammlern ein Dice-Dinner haben. Wir treffen uns ja im Restaurant und dann wird noch kiloweise getauscht. Überragend, das ist überragend. Klasse. Es ist eigentlich wie ein Familientreffen. Ich kenne viele Händler mittlerweile, man trifft sich, man kennt auch die Leute, die in den Ständen helfen. Und ich komme jetzt seit 30 Jahren hin und es ist für mich schöner als Weihnachten oder Geburtstag, weil dann so, oh, ist wieder ein Jahr rum und alle leben noch. Und gerade in diesen Zeiten, wenn man dann die alle wieder sieht, dann ist man manchmal so ein kleines Gänsehautmomentchen, aber es gibt dich noch. Ne? Richtig schön. Vielen Dank an einen Veteranen der Spiele. Viel Spaß noch. Danke. Danke. Bis später mal. Ciao. Tschüss.